Hallo YouTube und willkommen. Wir stellen euch heute den Weihnachtssnuff vor von den McCrystals Cinnamon. Und mit dabei ist unser... Ihr habt mich ja schon vermisst, ne? Aber ich muss euch sagen, jetzt wundert ihr euch. Ihr denkt, was ist das denn? Hat er sich eine tolle Kamera gekauft? Nein, leider nicht. Die gehört dem Assetzong, weil der macht ja auch Vlogs. Die kann er mir ja vielleicht da lassen im Tausch gegen den Schrifttausch. Ja, okay, siehst du, gut, okay. Also ab jetzt hin alles in High Definition. Nee, heute mal ein Special. Wir haben gedacht, wir machen das hier mal in High Definition, damit ihr, das ist ja ein geiles Ding. Ich kann mich hier selber vorher schon sehen, ey, wie geil ist das denn? Und der hat sogar eine Gesichtserkennung und die geht immer nach, das Ding. Wahnsinn. Also, geht heute um den McCrystal Cinnamon, ne, mit dem Acetok zusammen. Ja, und alles weitere gleich. Bis gleich. Erstmal das Intro. Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zurück. Der diverses Kanal und der Acetok melden sich heute zurück. Wir stellen euch ja den McCrystals Weihnachtsnuff vor. Und das Schöne ist, jetzt könnt ihr endlich mal sehen, wie mein biologisches Alter ist. Also ich bin nicht 18 wie auf den 480p-Videos. Nein, ich bin tatsächlich schon 28. Mann, ist das eine Fesch-Kamera, ey. Nee, also wir stellen euch heute den McCrystals. Kann ich sogar bis hier reinhalten. Und es wird nicht unscharf. Wie, ist das jetzt aber spiegelverkehrt? Ist schon richtig, keine Angst. Achso, okay, also das wird dann im Video auch wieder richtig gemacht. Genau. Ja, cool. Also wir stellen euch heute den McCrystal Cinnamon vor. Brauche ich ja noch nicht mal mehr das auf den Tisch filmen. Alter, ist das geil. Ja, McCrystal Cinnamon. Und zwar ist das der weihnachtliche Snuff, ne? Und dann würde ich sagen, schauen wir uns trotzdem aber auf den Tisch erstmal die Verpackung an. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Also seid nicht böse, wenn das so ein bisschen wackelt und verzerrt ruckelt. Ist, ne? Ja, wackelt mein und ruckelt. Stopp. Aber das kennen wir ja. Genau. Ne? Und jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Oh, ist das cool, das Teil. Entschuldigung, aber das musste nochmal sein. So, also so sieht das Ganze aus. Wir haben hier die typische McCrystals-Verpackung und dann sind da, was ist da drauf? Was ist das? Nistelzweige oder was ist das für ein Scheiß? Nistelzweige sind das, genau. Nistelzweige. Zweige aus dem Wald, sagen wir es mal so. Da müssen wir uns ja eigentlich drunter küssen, wenn ich das jetzt hier oben... Das lassen wir lieber. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Nein. Cinnamon ist die Geschmack, also Zimt, ne? Das ist die Geschmacksrichtung. Ja, gibt es in den 8,75 Gramm Dosen. Und hinten haben wir den Aufkleber drauf. Ansonsten ist es ja wie bei McCrystals typisch, außer dass wir jetzt ein bisschen die weihnachtliche Dekoration rum haben. Sonst relativ gleich geblieben. Gut, dann würde ich sagen, drehen wir... Ach nee, wir wollen ihn ja nochmal zeigen. So, dann machen wir ihn nochmal auf. Genau, so sieht er aus. Wir haben hier, wie soll ich sagen, nicht sonderlich irgendwas Besonderes. Wir haben hier den mittelbraunen, sehr feinen Schnupftabak. Na, hast du das schon mal gesehen bei so einem Schnupftabak? Nee, ja. Du hast ja nur Pöschel genommen, ne? Genau, ich habe nur Pöschel genommen. Ah, ja, immer, ne? Den, über den Teller rangucken. Bei uns im Osten gibt es nur Pöschel. Ja, die kannst du doch bestellen. Ja, dazu bin ich zu faul. Meinst du, die Leute, 90% der Leute bestellen? Zu faul. Wie kann man denn zu faul zum Bestellen? Nein, bestellen ist gut. Ich war am Tabakladen, die hat mir alles von Pöschel gezeigt. Ohne Verarschung. Echt? Also, ja, das musst du gleich mal erzählen. Gut, auf jeden Fall haben wir den typischen McCrystals-Snuff, die typische McCrystals-Konsistenz, wie wir es denn schon kennen von den anderen Sorten. Na, gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir mal den Geschmackstest. Jetzt stelle ich das coole Teil hier mal wieder. Ich glaube, ich sollte 400 Euro. Alter. Also, wenn es hier draußen irgendwo einen Sponsor gibt, guck mal, geil. Denn, also das... Ja, geil. Also gewöhnt euch bitte nicht dran. Ne? Das nächste Video wird wieder in der gewohnt schlechten Qualität. Gut, dann krümel ich hier alles voll. So, dann würde ich sagen, riechen wir mal dran. Ne? Und dann mal gucken, nach was das denn riecht. Ja, hier haben wir wieder den... Warte, nee, du hast ja eigentlich den Vortritt. Ist doch egal, ich weiß es ja, nach was es riecht. Ja, wir haben wir haben eben schon mal eine Aufnahme mit meiner Kamera gemacht und dann ist uns dabei aufgefallen, wenn hinten ein Tannenbaum ist, dass das alles, ja, der Autofokus nicht hingekriegt. Also, immer billig, ja, also das war nur verschwommen. Also deswegen machen wir es jetzt zum zweiten Mal. Also das ist jetzt keine Überraschung mehr. Ich fand aber das andere eigentlich, aber ist egal. Machen wir einfach weiter. Kann er ja vielleicht im zweiten Video sehen. Kann genau. Oder so als Special. Oder die Fails. Outtakes. Outtakes des Jahres. Fails, würde ich sagen. Fails, ja. Genau. Fails. Gut, also nach was riecht das? Tannenbaum, nein Quatsch, Lebkuchen, Zimt. Ja. Und ja, ein bisschen, ich sag mal ein bisschen Waldgeruch, also so nach Tannenzweige. Direkt okay. So ein bisschen, zumindest. Ja, also hier ist es ein bisschen anders als beim Toke. Wir hatten ja in der letzten Folge den Toke, der hat ja sehr doll nach Zimt gerochen. Es riecht hier zwar auch nach Zimt,
Allerdings muss ich sagen, es ist auch ein bisschen was von richtigen Tabak mit drin. Also ihr riecht wirklich auch so ein bisschen den richtig schönen, diesen McCrystals typischen Tabak. Den riecht man hier tatsächlich auch raus. Aber allerdings muss ich sagen, es überwiegt doch eher das Zimt und die Nelken und so lebkuchenartig. Also, ne? Ja, und du sagst Wald, ja gut, nee, nee, also ja, gut, du sagst, jede Nase ist ja anders. Ne? Ja. Ne? Gut, okay, dann würde ich sagen, Prost. Du fängst an. Ich nehme wieder ein kleines bisschen. Ja, kleines bisschen. Er hat auch sich vorne sich die ganze Nase zugehauen. Ja, das ist gut, das so. Ja, ihm gefällt das so. Ja, dann mal Prost. Hau rein. Ja, ordentlich. Mach mal richtig. Oha. Ah, Hitlerbart. Jetzt kann man es endlich mal sehen. Das ist, ja, das ist, aber nee, das, was ist ein diverses Kanal ohne den typischen Tabakbart? Das wäre ja langweilig. Und? Ich piet schon mal und dann... Am Anfang schon auf jeden Fall schon mal eine frische Prise. Ah, das Problem ist, war wirklich zu viel bei mir. Oha, ja, also ja. Da, so sieht das dann aus, wenn man zu viel macht. Oh, jetzt kann ich gleich mal gucken hier. Ja, du solltest das jetzt nicht als Spiegel nehmen, ne? Also. Ne, es hängt ja immer noch. Ach, ist ja auch egal. Ja, ihr habt tatsächlich einen leichten Mentholkick, also das ist wohl die Frische dann. Genau. Und dann wird das doch sehr zimtig, also dieses Zimt-Nelken-Aroma. Tabak. Tabak, riechst du Tabak? Nee, ne? Zum Ende kommt das. Doch, doch. Zum Ende, wenn das dann weggeht, langsam diese Frische. Ja, doch, doch, stimmt. Also ein klein wenig Tabak ist mit drin. Ich glaube, du solltest auch mal welche machen. Meine, nee. Der Kamera, ich glaube, du würdest mich echt noch überholen mit dem. Nein, Kamera. Das wollen wir nicht. Wieso das denn nicht? Wir wollen ja kein Publikum wegjagen, ne? Also. Ach, naja, gut. Achso, falls ihr den jungen Herrn hier natürlich noch nicht abonniert habt, ne, tut es jetzt unbedingt. Ihr findet den Link zu seinem Kanal in der Link-Beschreibung, in der Videobeschreibung. Videobeschreibung darunter. Ne, da, Video. Da irgendwo, so, da. Ja. Wenn ihr nur auf meinem Kanalseite seid, da seht ihr, unter angesagte Kanäle ist dieser junge Herr auch vertreten mit dem Atze-Zock-Kanal aus Hoyerswerda. Und da bin ich in einigen Videos auch zu sehen, also klickt ruhig mal rein und wir werden auf jeden Fall sicherlich auch in Zukunft, wir wollen ja auch mal wieder GTA 5 anfangen, dann könnt ihr mich nicht sehen, aber spielen sehen und hören. Na, also da könnt ihr mich tatsächlich mal spielen sehen, mich Noob. Was machen wir jetzt nächstes? Jetzt Raubüberfall oder... Wenn wir dazu kommen, mit drei Mann ist das nochmal so ein bisschen... Der hat sich erstmal die Superjacht gekauft. Also wer von euch hier geht auf Online? Nein, die habe ich mir nicht gekauft, die habe ich geschenkt bekommen. Ach so, Geschenke. Zwei Weihnachten. Ne? Aber damit kann man ja nicht rumfahren, ne? Doch, für 25.000. Ja, versetzen, aber nicht selber ja, aber fahren kann man ja nicht. Ja, das ist ja... So, zurück zum Stofftabak. Ja, wir haben hier dieses schön weihnachtliche Aroma. Das heißt, wem das gefällt, so wie dem Atze zockt, der sollte das auf jeden Fall mal probiert haben. Gut, Fazit. Ja, typisch gute McCrystals-Qualität haben wir hier. Das heißt, super Tabak, super leicht und schön aufzuschnupfen. Das Aroma ist jetzt nicht ganz so meins, das war aber auch beim Tok schon nicht so meins. Da müsst ihr dann mal gucken, es gibt Leuten, denen gefällt dieses weihnachtliche Aroma. Der macht damit definitiv eigentlich auch nichts falsch. Da solltet ihr auf jeden Fall dann mal zuschlagen. Was meinst du? Was würdest du den weiterempfehlen? Würdest du den kaufen? Also ich meiner Seite empfehle ihn auf jeden Fall weiter. Und diverses Kanal, was sagen Sie? Was sagen Sie? Also nun komm, wir wollen ja ordentlich reden, ne? Ja, also, ja, nein, ja, was sagst du? Also, ja, deine also Nase, ich, dein Geschmack. Ja, für mich ist es wie gesagt jetzt nicht unbedingt, das liegt aber daran, dass ich dieses Weihnachtsaroma nicht mache. Ich gebe ihm 4 von 10 Punkten. Ich denke, das ist eine faire Wertung. Vielleicht solltet ihr aber an andere Weihnachtsdüfte. Ich habe da eher, wie gesagt, wir hatten ja den Pine Menthol. Das war für mich, ist für mich der richtig gute. Diesen Zimtgemoch, den mag ich einfach nicht und deswegen sage ich dann, okay, gut, 4 von 10 Punkten sollte dann auch reichen. Ja, preislich haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, gibt es zu kaufen, 8,75 Gramm Box, leider nur beim Snuff Store 3,75 Euro, bei Snuff & More 3,73 Euro. Das heißt, du alter Sparfuchs, würde ich dir genau, raten, bei Snuff & More einkaufen, sparst du 2 Cent. So ein Stück bestellt, 20 Cent, immerhin. Ja, das stimmt. Und aber du musst ein bisschen einen Tag länger warten auf die Lieferung. Also als Sucht dies hier, ja... Gut, das soll es dann auch gewesen sein für heute. Das Coole ist, ich kann hier oben tatsächlich die Zeit sogar sehen, wie lange ich aufgenommen habe. Ah, ich sollte mir diese Kamera kaufen. Gibt es hier auch eine günstige Variante? Ja. Echt? Cool. Also, wenn es einen Sponsor gibt, der so ein Ding über hat, ne, ich nehme es gerne. Ne? Also, das wäre super. Das wäre richtig High Quality hier. Nee, Spaß beiseite.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Leider ohne den Atze Zock. Der ist noch bis Dienstag hier im Lande oben. Genau. Und dann geht's für ihn zurück nach Hoyerswerda. Aber im März werde ich auf jeden Fall da sein. Da werdet ihr mich auf seinem Kanal dann auch nochmal sehen. Da werden wir dann, ja, was wollen wir machen? Polenmarkt, ne? Polenmarkt ist wieder angesagt. Ja, oder? Aber diesmal filmen wir wirklich mal. Ja. Ich will mal gucken, ob es auf dem Polenmarkt Stofftabak gibt. So polnischen richtigen. Wollen wir mal gucken, vielleicht finden wir was. Ob der echt oder gefälscht ist, dann ja sehen. Aber, genau. Ne, ob man gleich Nasenkrebs kriegt oder doch eher später. Ja, bedanke mich, dass du da warst. War nett. Ich auch. Ja, Dankeschön, sage ich. Wir sehen. Abonniert ihn, bitte. Abonniert ihn, bitte. Ne? Und in der nächsten Folge, wir machen, oder beziehungsweise in der nächsten Woche, gibt es erstmal wieder die gewohnt schlechte Qualität zurück. Und es wird nächste Woche eine Zuschauerwoche geben. Und zwar heißt das, ja, ihr könnt leider noch nichts gewinnen, ich habe noch keine guten Preise hier. Aber es wird unter anderem Schnupf- und Kautabak-Sachen geben aus dem Sortiment, was ich zugeschickt bekommen habe. Wir haben Snooze dabei. Wir haben Kautabak aus Nordafrika dabei und Schnupftabak aus Nordafrika, den es hier oben gar nicht gibt oder in Deutschland auch nicht zu bestellen gibt hier. Das wird höchst interessant, da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Und ansonsten sage ich, wir sehen uns nächste Woche wieder. Frohe Weihnachten wünsche ich noch nicht, weil ist ja noch nicht so weit. Wir sehen uns ja vorher noch. Also bleibt dran, bleibt cool. Bis dahin. Tschüss. Oh, diese Kamera ist echt faszinierend. Bye, bye.